Mit der 12-teiligen Stabübung verbinden Sie sich mit den leichten Kräften des Raumes. Sie fühlen sich danach einfach besser. Die zweite Stabübung, die 12-teilige Stabübung, spielt zwischen Beckenboden und Schlüsselbein. Sie macht uns die leichten Kräfte in unserem Körper erlebbar. Und diese leichten Kräfte, das sind Kräfte, die erlebt man eigentlich nicht im Räumlichen, sondern als zweidimensionale Kräfte. Wenn Sie von der Lunge aus nach links und rechts in die Weite spüren, dann merken Sie, die Lunge geht auf, die Mitte wird frei und der Luftraum füllt sich angenehm an. Die 12-teilige Stabübung ist eine schwingende Übung. Das merken Sie auch, wenn der Stab raufgeflogen ist, kommt er nicht einfach an, sondern dann entfaltet sich die Leichte erst so richtig durch den Stab und lässt wieder ein bisschen los. Es entsteht eigentlich eine kleine Welle hier. Und wenn Sie den Stab nach unten fallen lassen, dann merken Sie auch hier entsteht ein Eintauchen und Auftauchen, eine Welle. Nach oben fangen, weit werden, auf der Welle schwingen und loslassen, auf der Welle weiter bewegen. Wenn Sie darauf aufmerksam geworden sind, dass es eine schwingende Qualität hat in dieser Leichte, merken Sie plötzlich, da ist auch so ein Dreierrhythmus drin enthalten. Hinauf, loslassen, hinauf, fallen lassen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Deshalb kommt man eben auf die 12. Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und zum Namen 12-teilige Stabübung. In der Eurythmie unterscheiden wir zwischen der Energie auf der rechten und linken Seite. Und bei den Stabübungen, auch bei den anderen, drehen wir, wenn wir den Stab nach hinten bringen, in der Regel so, dass es rechts nach hinten geht und links nach vorne. Sie bringen die Energie auf der rechten Seite nach hinten und Sie bringen Ihre Energie von der linken Seite, durchströmen Sie und bringen Sie mit nach vorne. Also denken Sie nicht einfach, ich muss hinter und ich will wieder vor, sondern ich gehe durch was durch und dränge das ein bisschen nach hinten, sodass das hier zur Verfügung steht. Und ich gehe durch etwas durch und bringe das mit nach vorne, sodass das hier zur Verfügung steht. Wenn Sie die Übung dann abgeschlossen haben, ein oder zwei oder dreimal gemacht haben, bleiben Sie stehen und spüren die Wirkung im Körper, wie wirkt sie nach. In der Regel werden Sie gerade in den Beinen ein feines Durchkribbeltsein spüren und auch den Lungenbereich recht belebt wahrnehmen können.